Kind mit dir wäre die Erfüllung unserer Liebe. Ich kann mich von diesem Traum nicht verabschieden. Das musst du doch auch gar nicht. Warum beschäftigt dich denn die alte Frau so? Weil sie denkt, dass ich ihre Tochter bin. Die Frau heißt Brunner, Elisabeth Brunner. Die Tochter ist vor Jahren bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Hallo Martina, da bist du ja. Ich mach mir solche Vorwürfe. Wir haben uns so gestritten. Und dann bist du aus dem Haus gerannt. Und dann kam der Polizist. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Es ist nicht deine Schuld. Ich danke dir, mein Kind. Die Seeklinik würde eine Koryphäe auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie gewinnen, nämlich als Leiterin einer eigenen Abteilung für plastische Chirurgie. Außer uns beiden davor ist niemand davon erfahren. Die Lindner geht davon aus, dass es sich ausschließlich um Wiederherstellungschirurgie handelt. Möchtest du uns nicht vorstellen? Ich bin Isabel, seine Frau. Entschuldigung, das ist Frau Dr. Egger, meine Kollegin. Mhm. Und das ist Isabel Jung, meine Frau. Freut mich. Angenehm. Freut mich, Egger. Ja, Sie müssen mich auch gleich schon wieder entschuldigen. Es tut mir leid, ich muss weiter. Mir tut's leid, Frau Dr. Egger. Wir sprechen bitte morgen früh über die Cholezystektomie von Frau Berger, ja? Selbstverständlich. Gute Nacht. Hat mich gefreut. Nett. Bisschen blond. Seit wann bist du hier? Seit ein paar Stunden. Für wie lange? Mal sehen. Was machst du hier? Ich schaue mir Sonnenberg und die Seeklinik an. Wozu? Du hast einfach so deine Sachen aus unserer gemeinsamen Wohnung abgeholt. Du hast dich von mir getrennt. Du bist nicht mitgekommen. Ich habe weiter nach Charlie gesucht. Und du weißt selber, dass das absolut sinnlos war. Charlie ist gestorben. Ja, das ist furchtbar. Aber ich habe sie genauso geliebt wie du. Und du bist einfach nicht bereit, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Und das, Stefan, hat nichts mit mir zu tun. Was soll das alles, Isabel? Es ist aus. Nein! Ist es eben nicht. Man holt nicht einfach so seine Sachen aus der Wohnung ab. Du schuldest mir ein letztes Gespräch. Das ist eine Frage des Respekts. Ich bin deine Frau. Nun ja. Vielleicht ist das hier wirklich nicht der richtige Rahmen dafür. Wir sehen uns, Stefan. Ach, das war ein wundervoller Tag. Finde ich auch. Aber du hättest mich wenigstens einmal gewinnen lassen können. Hättest du das denn gemacht, wenn es umgekehrt gekommen wäre? Natürlich nicht. Soll ich dir noch irgendwas holen? Alles bestens. Okay, dann bis morgen. Bis morgen. Ach, du liebes Kind. Du bist eine wundervolle Tochter. Ich liebe dich. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, lass doch das Wasser hier, Vicky. Dann brauche ich nicht noch mal zu klingeln, wenn ich Durst haben sollte. Danke. Gute Nacht, Frau Brunner. Gute Nacht, mein Kind. Was hält die heiße Blondine in meinen Armen von einer gemeinsamen heißen Dusche? Ja, also das klingt verlockend.
Antonio Benigni, das Licht brennt. Und unter deiner Wärmelampe, da stehen die 4 Pizzen von Professor Lindner. Hallo. Danke. Es tut mir furchtbar leid, aber ich kam nicht früh aus der Klinik. Ja, das habe ich mir gedacht. Kein Problem, Ihre Pizzen sind noch heiß. Warm. Schön, dass es euch gibt. Wir wären sonst alle schon längst verhungert. Guten Abend, Antonio. Guten Abend. Seit Thomas in Leipzig ist, habe ich einmal den Versuch gemacht, mal wieder selber zu kochen. Aber meine Familie hat mir unmissverständlich klar gemacht, dass... Wir sind zum Kochen da und die Ärzte zum Heilen. Der Nachteil einer Großfamilie ist, dass jeder erwartet, dass der andere was tut. Und die Vorteile? Ich möchte keinen. Auch nur für einen Moment missen. Schön. Gute Nacht. Gute Nacht. Und aufschreiben, bitte. Ja, ja. Ja, natürlich. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Verlocken die Ideen der Großfamilie. So, und wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, hier. Ja, ich glaube, da. Oh. Da. Da. Hallo, Mama. Du kommst aber spät. Ja, Oberschwester Ursula hat meine Stunden so eingeteilt, dass ich in den Ferien mehr und dafür in der Schulzeit weniger arbeite. Finde ich aber toll, dass du das machst. Ich habe ja keine andere Wahl. Aber mal ganz ehrlich, Mama, Krankenhaus ist echt nicht mein Ding. Wieso? Ist was passiert? Dieser Job, warum macht ihr das? Jeden Tag. Weil es der Job ist, den wir lieben, dein Vater und ich. Immer. Naja, nicht immer. Es gibt gute und schlechte Tage, aber... Ja, manchmal ist es auch total stressig oder es gibt Tage, an denen ich an allem zweifle, vor allem an mir. Aber dann ist es wieder der tollste Job der Welt. Ja, und wie spannst du ab? Gib ich Kuchenbacke? Also war das heute eher ein schlechter Tag. Mhm. Darum die Kalorienbombe? Mhm. Möchtest du ein Stück? Lassen wir Papa was übrig? Hm, muss nicht sein. Ja, Herr Tremmel, das ist mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, den wir in der Sitzung morgen auch intensiv diskutieren sollen. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, dass Professor Lindner da einen ganz klaren Standpunkt vertritt. Die Effizienz der Klinik hängt ganz maßgeblich mit zukünftigen... Spinnst du? Weißt du eigentlich, wer das war? Ist mir scheißegal. Isabel ist da. Ja, ich weiß. Und? Deswegen regst du dich so auf. Hast du das angefädelt? Hm? Was soll das denn wieder heißen? Was zum Teufel macht sie hier? Du weißt genau, dass ich dir über betriebliche Interna keine Auskunft geben darf. Was ich dir sagen kann, ist, dass Professor Lindner nächste Woche auf der Verwaltungsratssitzung ein Modell vorstellen wird. Dabei geht es um die Erweiterung der Klinik im Bereich der Wiederherstellungschirurgie. Tja. Möglich, dass Isabels Auftreten damit im Zusammenhang steht. Es interessiert mich nicht. Auch wenn sie in Heidelberg die Chirurgie erfolgreich aufgebaut hat. Stefan, ich war doch genauso überrascht wie du, dass sie plötzlich bei mir im Büro stand. Ja, und wie kommt Frau Professor Lindner ausgerechnet auf Sie? Muss sie sich schon selber fragen. Die Personalhoheit, was die ärztliche Belegschaft angeht, unterliegt immer noch ihr selbst. Ja, ich meine, dich hat sie doch auch eingestellt, ohne mich vorher zu fragen. Wie auch immer, wir können da gerne heute Abend noch mal drüber diskutieren. Ich muss jetzt erstmal Tremmel zurückrufen. Tut mir leid. Darauf kannst du dich verlassen. Marie, morgen, wer war denn das gestern? Wen meinst du? Na, die Frau, die mit dir und Dr. Jung geredet hat. Die war ganz schön sexy. Hm. Seine Frau. Ich dachte, die sind getrennt. Ja, sind sie wohl auch, aber anscheinend noch nicht geschieden. Was will die hier? Sag mal, Henriette, seit wann interessierst du dich so brennend für das Privatleben von Dr. Jung? Du, seit sich die gesamte weibliche Belegschaft um ihn reißt. Inklusive unserer besten Freundin. Weißt was, dann machen wir das jetzt so.
Du fragst ihn. Ich muss nämlich weiter zu Frau Berger und bring der Patientin ein frisches Kännchen Kaffee. Some like it hot. Bis später. Wie bist denn du drauf? Weg. Tschüss, Mama. Tschüss? Wieso, musst du schon los? Nee, ich habe eine Stunde später Dienst, aber ich wollte schon mal früher da sein. Was immer du bist, du kannst nicht meine Tochter sein. Das habe ich gehört. Ach so, Mama, was passiert eigentlich mit alten Menschen, die alleine sind? Na, das kommt ganz drauf an, wie fit die sind. Manche können sich ja bis zum Schluss ganz gut selbst pflegen, andere wohnen bei ihren Familien oder die, die wirklich pflegebedürftig sind, müssen ins Pflegeheim ziehen. Warum? Ach, wegen Frau Brunner, die alte Dame, die Alzheimer hat. Na, ich hab gehört. Sie ist ganz allein. Woher weißt du das? Von dem Polizist. Sie denkt, dass ich ihre Tochter bin, mit der sie gestritten hat. Wir haben ein bisschen Karten gespielt und ein bisschen geredet. Mama, sie hat niemanden. Gibt es nicht irgendein Medikament gegen Alzheimer? Ich meine, ihr könnt doch sonst immer alles heilen. Ich finde das ganz toll, wie du dich um diese Frau kümmerst, Vicky. Ja, aber jetzt muss sie wahrscheinlich ins Heim. Mach das doch so. Geh sie doch nach der Schule ab und zu mal im Heim besuchen. Bin ganz stolz auf dich. Dai, Karamia, bitte, es tut mir leid. Ich habe das nicht so gemeint. Karamia. Spinnst ja wohl. Wir duschen. Hey, wie romantisch. Aber nur so lange, bis mein Mann dann Seife ins Auge bekommt. Kein Problem, wir spülen's aus. Aber so lange, bis wir dann auf einmal nur noch kaltes Wasser haben. Weil du ja seit dem Ausbau oben immer noch nicht diesen Klempner angerufen hast. Stella, ich hab das... Ich bin noch überhaupt nicht fertig. Gut, machen wir also durchgefroren im Schlafzimmer weiter. Aber nur so lange, bis dein Cousin Matteo anruft. Mit dem du dann die halbe Nacht über diesen Ausbau oben sprechen musst. Alles gut. Alles schön, Antonio. Aber weißt du was? Dass du dich dann vorhin allen Ernstes darüber beschwerst, dass ich eingeschlafen bin. Also das ist, weißt du, das, bevor ich überhaupt die allererste Tasse Kaffee bekommen habe, das ist wirklich da. Bist du jetzt fertig? Ja. Stella, es tut mir wirklich leid, aber ich musste mit ihm sprechen. Wieso hast du ihm nicht gesagt, dass er uns beim Sex stört? Oh, ich kann doch Matteo nicht sagen, dass er uns beim Sex gestört hat. Wieso nicht? Wir sind verheiratet. Du hast eigentlich recht, ja. Aber er kommt ja nächste Woche. Da wird er schon noch genug mitbekommen. Gestern Abend waren wir zu müde. Heute Morgen ruft Matteo schon wieder an. So wird das nichts mit unserer Großfamilie. Wir haben nur noch keine Gäste, oder? Ohne diesen wunderbaren Notfall würde ich meine zukünftige Frau ja noch seltener sehen. Ja, so laufen wir wenigstens nicht Gefahr, durch zu viel Nähe unsere Beziehung zu gefährden. Sag dir was, irgendwann besteche ich diesen Jungen und dann mache ich die Schichtplanung einfach selbst. Mhm. Das ist doch wirklich gezielte Sabotage, meinst du nicht? Ja. Wollen wir? Mhm. Oberschwester? Komme. Was haben wir denn? Simone Reitmeier, 30, ist in ihrer Wohnung zusammengebrochen, war aber bei unserem Eintreffen ansprechbar und wach. Mhm. Klagt über akute Atemnot, Übelkeit, EKG unauffällig, Patientin hat leichte Brustschmerzen. Welche Maßnahmen? Ja, Sauerstoff gegeben, Zugang gelegt, kriegt es gestört. Ja, und wir übernehmen. Sie ist einfach so zusammengesackt. Ich wollte gerade zum Flughafen. Okay. Und Sie sind? Petra Goike, eine Freundin. Hat Ihre Freundin irgendwelche Allergien? Soweit ich weiß, nein. Sonstige medizinische Vorerkrankung? Nicht, dass ich wüsste. Sie macht total viel Sport. Ich glaube, außer einem Schnupfen hatte sie noch nie was. Regelmäßige Medikamenteneinnahme? Nein, nicht, dass ich wüsste. Schwester Ursula, bringen Sie Frau Goik mit in den Besucherraum und dann nehmen Sie die Personalhilfe für Frau Reitmeier auf, ja? Komm mit, Frau Goike. Ja. Wir können jetzt da nichts mehr machen. Komm jetzt mit mir. Frau Reitmeier, können Sie mich hören? Wir machen jetzt ein paar Untersuchungen bei Ihnen, ja? Es wird Ihnen ganz bald besser gehen. Nein.
Werte sind unauffällig. Was sagt das EKG? Kontroll-EKG ist auch völlig unauffällig. Sinusrhythmus ist normal. Troponinwert negativ, das heißt, Herzinfarkt können wir ausschließen. Gut, dann gehen wir die Differentialdiagnose des Koronarsyndroms durch, okay? Herr Dr. Lindner, ja. Fragen Sie mir noch? Nee, danke, wir kommen klar. Die Patientin ist sportlich, jung, schlank. Frau Reitmeier, fühlen Sie sich in der Lage, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen? Signori, ich hoffe, dass alles gepasst hat. Ja, doch. Und Sie die Rechnung getrennt oder zusammen? Ich zahle es zusammen. Ah, wunderbar. Ja, aber vorher kriegen wir eine Runde Grappa, gell? Grappa. Grappa ist alle. Tut mir leid. Ach, was? Ja, tut mir leid. Was kriegst du noch? 30. So, dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Wandertag. So. Servus, Wiederschauen. Ja, ich muss zuerst noch zum Bier. Ja, Wiederschauen, Servus, kommen Sie. So, Signoris, hatte die Ehre. Wiederschauen, Wiederschauen, Servus. Servus. Wann ist sie denn? Heute Nacht um 3:30. Gott hab sie selig. Sie ist gestürzt wegen mir. Vicky, schau. Die Frau Brunner, die war alt und krank. Ihr Herz hat halt einfach aufgehört zu schlagen. Aber sie ist ganz friedlich eingeschlafen. Als ich da war, da ging es ihr noch gut. Mach da keine Gedanken, Mädel. Das ist schon in Ordnung. Sie wusste gar nicht, dass ihre Tochter tot ist. Sie dachte, ich bin ihre Tochter. Ihre Martina. Die beiden hatten Streit. Dann hat sie sich entschuldigt. Bei mir. Habe ich die Entschuldigung angenommen. Da hast du der Frau Brunner ein wunderbares Geschenk gemacht, Mädel. So hat sie im Frieden gehen können. Weißt, Vicky, es ist ganz wichtig, dass ein Mensch vor seinem Tod sich von all seinen Sorgen befreien kann. Und du hast der Frau Brunner dabei geholfen. Frau Reitmeier, können Sie sich noch daran erinnern, was Sie gemacht haben, als Sie Probleme beim Luftholen bekamen? Ich hatte plötzlich so ein komisches Ziehen in der Brust. Ich dachte, ich habe mich verrenkt oder sowas. Haben Sie sich sportlich angestrengt? Nein. Petra war da. Wir haben uns unterhalten. Nichts Besonderes. Und dann? Mir ist übel geworden und ich habe ganz schlecht Luft bekommen. Ich bin erst wieder wach geworden, als die Sanitäter da waren. Hatten Sie früher schon mal Schmerzen in der Brust? Nein, das war das erste Mal. Mhm. Waren die brennend, stechend oder eher dumpf? Ich mache mich ganz nervös. Warum stellen Sie mir die ganzen Fragen? Was ist mit mir? Das versuchen wir doch gerade rauszufinden, Frau Reitmeier. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Ihre Hilfe. Hatten Sie in letzter Zeit viel Stress? Wer hat den nicht? Machen wir in der Zeit EKG und noch einen Bluttest, ja? Mhm. Aber heißt es, dass ich länger hier bleiben muss? Ja, zumindest bis wir wissen, was Sie haben, ja. Jetzt mal keine Aufregung. Wir machen nur ein Langzeit-EKG. Jetzt ist die Herzströme im Ruhezustand. Alles, was Sie heute noch machen, ist schlafen, okay? Gut. Kannst du mir mal sagen, was dein Auftritt bei Stefan gestern sollte?
Ich habe die halbe Nacht gebraucht, um den halbwegs wieder runterzukochen. Ich hatte mir seine Reaktion deinen Schilderungen nach etwas freudiger vorgestellt. Ich habe dir gesagt, dass er wieder der Alte ist und sesshaft werden will. Nicht, dass er sich jede Nacht in den Schlaf holt, weil er sich von dir getrennt hat. Der Mann braucht einfach Zeit, Isabel. Glaub mir, Ralf, ich weiß selbst am besten, was mein Mann braucht. Ein Cappuccino, bitte. Was willst du? Wir haben gleich die Verwaltungsratssitzung. Professor Lindner wird den Erweiterungsplan der Klinik für die Wiederherstellungschirurgie vorstellen. Und was habe ich damit zu tun? Die Mehrheit im Verwaltungsrat befürwortet meine Pläne. Sieht also alles gut aus. Ich muss wissen, ob ich mit dir rechnen kann. Ach, weißt du, Ralf, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was du dir da so genau vorstellst. Eine Frau braucht Zeit für solche Entscheidungen. Also schön. Also, ich muss los. Wann reist du ab? Morgen nach meinem Gespräch mit Frau Professor Lindner. Gut, dann lass uns doch heute Abend noch was essen gehen. Ich lade dich ein. Davon gehe ich aus. Ich melde mich. Schwester Henriette. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ja, das ist die Patientenakte von Frau Schlüter. Die Dosierung kann so bleiben, ja? Alles klar, schönen Feierabend. Sie sind ja normal gefühlte 36 Stunden im Dienst. Heute nur 35,5. Ungewohnt. Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ihre Frau ist ja da. Das spricht sich aber schnell rum. Bleibt sie länger? Schönen Tag noch, Schwester Henriette. Verdammt. Bezahlung wie üblich? Ja, klar. Gut. So, okay, ciao. Bis demnächst. Danke. Gut. Wiederschauen. Also, ciao. Wiedersehen. Antonio. Meso. Was ist los? Hunger, was sonst? Die Mittagszeit ist vorbei. Naja, aber so ein paar Pizzen kannst du doch noch machen, oder? Hast du welche bestellt? Ach. Nein. Ah, also. Komm schon, was kannst du mir anbieten? Antonio, der Kollege im Wagen guckt mich die ganze Zeit schon so hungrig an. Ich hab hier ein paar Antipasti. Stella, Bella Stella, du bist meine Retterin. Ja, ich weiß. So. Und jetzt beeil dich, sonst gibt's Ärger mit dem Kollegen. Ja, und was macht das? Passt schon, geht aufs Haus. Echt? Ja. Was ist denn mit dir los heute, hä? Hey, wenn du mich noch weiter nährst, dann gehst du gleich leer aus, kapisch? Antonio. Ich glaube, ich komme jetzt übrigens öfter vor Ladenschluss. Ja, alles wird gut. So. Nun zu uns. Alles so schnell. Wir konnten gar nicht wirklich sprechen. Petra, ich habe nachgedacht. Bitte ruf mich endlich zurück. Es ist echt wichtig. Hörst du? Ruf mich an. Frau Reitmeier, Handys sind im Krankenhaus nicht wirklich gern gesehen. Entschuldigung, ich wollte was klären. Kein Problem, das kann ich verstehen. Aber möglichst wenig Aufregung ist im Moment genau das Richtige für Sie. Soll ich jemand für Sie anrufen? Wie lange muss ich denn hier bleiben? Das können wir leider momentan noch nicht absehen. Aber wissen Sie denn schon, was ich habe? Eben nicht. Die Ursache des Kollaps ist bisher ungeklärt. Deswegen brauchen wir auch noch ein bisschen Zeit. Kann das nicht ambulant gemacht werden? Leider nein. Aber ich habe doch gar nichts dabei. Ich dachte nicht, dass ich so lang bleiben muss. Ich kümmere mich gerne darum. Sie sind hier wirklich in besten Händen, Frau Reitmeier. Sind Sie sicher, dass ich nicht vielleicht doch noch jemanden für Sie informieren soll? Nein, danke. Meine Freundin Petra war ja bei mir. Sie wird sicher meinen Mann informieren. In Ordnung. Dann bis später. Hast du was zu essen für mich? Geh doch zum Automaten. Da war ich schon.
ist der leer? Würde ich sonst dich um was zu essen bitten. Hat Antonio nicht geliefert? Offensichtlich nicht. Weißt du, vergiss einfach, dass ich dich gefragt habe. Warte mal. Bitte. Echt Überraschung, dass du so früh nachgibst. Ich hab doch gewusst, dass du was zu essen hast. Was ist? Vicky. Was, Vicky? Was ist denn jetzt schon wieder? Nicht, was du denkst. Ganz im Gegenteil. Seitdem sie sich um diese alte Dame kümmert, ist sie so unheimlich aufmerksam und empfindsam. Was für eine alte Dame? Elisabeth Brunner leidet an Alzheimer. Brunner Elisabeth, bist du sicher? Ziemlich, ja. Warum? Ist heute Nacht verstorben. Ach Gott. Hat friedlich eingeschlafen und dann wahrscheinlich vergessen, wieder wach zu werden. Was soll ich ihr sagen? Ich glaube, sie weiß es schon, weil sie wollte eben ein Stück Kuchen vorbeibringen. Ich guck mal, wo sie ist und red mit ihr. Überhaupt nicht zu ihm. Warum? Ja, ist sie alt, hässlich? Nee, die ist hübsch, sogar sehr hübsch. Aber irgendwie so schick. Wie schick? Ja, schau sie dir selber an, die kommt sicher bald. Möhren. Was will die hier? Ich dachte, er interessiert dich nicht mehr. Ja, tut er auch nicht. Also im Moment. Jetzt verstehe ich's. Du machst dein Taekwondo nicht für dich, sondern nur, um zukünftig andere Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Dafür brauche ich doch kein Taekwondo. Hey! Ab morgen tritt ich kürzer. Später, Alter. Herr Borowski. Ah, Dr. Lindner. Sie sehen toll aus. Sind Sie gerade von der Verwaltungsratssitzung? Mhm. Na, machen Sie sich keine Sorgen. Wir sind alle auf einem sehr erfreulichen Weg. Schön. Zwei. Sagen Sie mal, diese Frau Dr. Jung, was will die eigentlich bei uns? Ach, Sie wissen davon, hm? Wollen Sie mich verarschen? Die halbe Klinik spricht aber nichts anderes. Wie ich schon sagte, Linda, machen Sie sich mal keine Sorgen. Das wäre großartig, wenn ich mir keine Sorgen machen müsste. Trotzdem, ich habe irgendwie das Gefühl, Sie schulden mir ein kleines Update. Warum sollte ich das tun? Hm? Das ist noch gar nicht lange her, da haben wir beide alles in der Hand gehabt, um Professor Lindner aus der Seeklinik entfernen zu lassen. Aber einer hat's vermasselt. Und wissen Sie, wer das war? Richtig, Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich nehme keinerlei Rücksicht auf meine Mutter. Das hat sie ja auch nicht getan, als sie Dr. Stefan zum LOA gemacht hat. Trotzdem, auf dem Weg zur Privatisierung bin ich auf Ihrer Seite. Na klar. Die Position der Klinikleitung ist ja auch eine mehr als verlockende Aussicht, nicht wahr? Aber was soll ich sagen, Lindner? Das Ding, das haben Sie sich selbst versaut. Sie mussten ja unbedingt den Lebensretter geben. Und Stefan helfen, dieses krebskranke Mädchen zu retten. Ich will diese Privatisierung mehr als Sie. Glauben Sie mir das? Aber jetzt schreiben Sie sich eine Sache ein für alle Mal hinter die Ohren. Wir werden den Weg dorthin nicht mit Patientenschicksalen pflastern. Haben Sie das verstanden? Kriegen Sie das irgendwie auf Ihre Platte? Ja. Ist ja gut. Ist ja angekommen. Was soll's? Dann schlagen wir ihm einen kleinen Umweg auf dem Weg zur Privatklinik ein. Und zwar mit Hilfe von Frau Dr. Jung und ihren Belegbetten. Was vom Verwaltungsrat übrigens einstimmig genehmigt wurde. Vielen Dank der Nachfrage. Wie auch immer, dass wir Stefan dabei ein bisschen ablenken oder möglicherweise ganz loswerden, wird einfach ein hübscher kleiner Nebeneffekt sein. Isabel Jung.
Was macht die eigentlich? Plastische Chirurgie, habe ich gehört. Wenn Sie mit Ihrer Mutter darüber sprechen, dann sollten Sie ausschließlich von Wiederherstellungschirurgen sprechen. Hm? Schätze irgendwie lieber. Ansonsten tun Sie mir den Gefallen und halten vorerst die Füße still. Jetzt bin ich am Zug. Vertrauen Sie mir. Herr Orowski, ich bin ein Stück weit beeindruckt. Machen Sie ruhig. Ich habe Sie im Blick, ja? Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Das Belastungs-EKG ist ohne Befund und auch der erneute Bluttest hat nichts ergeben. Die ist kollabiert und sie hatte Brustschmerzen. Sie hat trotzdem keine typischen Symptome für so eine Synkope. Vielleicht eine Herzangstneurose. Das spräche für die Brustschmerzen, aber nicht fürs Kollabieren. Aber als wir sie nach Stresssymptomen gefragt haben, da hat sie recht komisch reagiert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das an meiner Frage heil lag, alles. Ja, auch. Aber da war noch was anderes. Ich weiß nicht, dann find's raus. Ich bin dafür, wir schließen sie jetzt mal ans Langzeit-EKG an. Willst du noch eine andere Meinung? Mama ist im OP. Ich will noch mehr Informationen, bevor ich mit dir drüber spreche. Was ist mit Dr. Bernheimer oder Dr. Jung? Ich weiß nicht, ich glaube, die haben Schichtende, oder? Nee, wir schließen sie jetzt ans Langzeit-EKG an und dann wissen wir mehr. Anderson, das Taxi ist schon bestellt. Der Fahrer holt sie dann drin ab. Ach, danke schön. Das ist lieb. Danke schön. Dankeschön. Vicky. Geht's wieder besser? Ja, es geht so. Ciao, Vicky. Ich war damals kaum älter als du, wie ich mit dem Tod das erste Mal konfrontiert worden bin. Das war mein alter Mathelehrer. Mein Gott, hab ich diesen Menschen gehasst. Ich war so jung damals. Ich hab gemeint, die ganze Welt liegt mir zu Füßen. Und dieser Mensch gibt mir ein schlechtes Zeugnis. Ein paar Jahre später ist er dann als Patient auf meine Station gekommen. Da war ich schon Schwesternschülerin. Und er ist im Sterben gelegen. Gegen die Schmerzen, da haben wir ihm helfen können. Aber was ihn viel mehr belastet hat, das war, dass er die Schüler früher immer so oft schikaniert hat. Weißt du, er hat halt Kinder einfach nicht mögen. Warum ist er dann Lehrer geworden? Seine Eltern wollten das unbedingt. Er wollte das nicht. Und da hat es ihm dann leid da. Ich habe damals nicht die Größe gehabt, die du gestern der Frau Brunner gegenüber bewiesen hast. Du hast dir ihre Schuld genommen, ich habe das nicht geschafft. Das war sehr, sehr tapfer von dir, Vicky. Und wie sind Sie damit klargekommen? Bin ich das? Weißt, Vicky, die Frau Brunner, die hat sicher nicht gelitten. Sie ist einfach ganz friedlich eingeschlafen. Das gehört halt einfach zum Erwachsenwerden dazu. Der Tod? Den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren. Das ist aber sehr deprimierend. Muss es nicht, Vicky, muss es nicht. Wenn man immer so auseinandergeht, als wäre es das letzte Treffen. Das tut der Seele gut. Glaub mir's. Thank you.
Und? Noch nichts von Vicky? Zu Hause ist sie nicht und ans Handy geht sie auch nicht. Ruf Lukas an. Habe ich das schon gemacht. Der weiß auch nicht, wo sie ist. Vielleicht hat die Oberschwester sie ja noch zu irgendwas eingeteilt. Habe ich auch schon gecheckt. Roland, das ist das erste Mal, dass Vicky jemanden verliert. Gut, ich brauche noch einen Moment. Dann gehen wir sie zusammen suchen, ja? Was? Ja. Gut. Können wir. Und wo sollen wir sie suchen? Vicky ist wahrscheinlich ein bisschen durch den Wind, aber wie auch immer, sie kommt nach Hause. Und genau da fahren wir jetzt hin. Hä? Und weswegen habe ich denn hier geschlagene 20 Minuten auf dich gewartet? Weil du sowieso schon immer fährst wie eine gesenkte Sau und ich mir deine Tickets langsam nicht mehr leisten kann. Glaubst du im Ernst? Da lasse ich dich an Steuer, wenn du dir Sorgen machst um unsere Tochter. Ich hasse dich. Ich dich auch. Wollen wir? Et voilà. Einstimmig. Respekt. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Punktuelle Impfung mit der richtigen Idee und den entsprechenden Zahlen wirkt immer Wunder. Selbst in einem Verwaltungsrat. Na, dann ist ja jetzt alles klar. Wenn du es morgen bei Professor Lindner nicht versaust, ja. Ralf, ich habe dir nichts versprochen. So. Oh, sie schon wieder. Sie schon wieder. Guten Appetit. Ihr kennt euch? Man braucht überall Freunde. Los, schmeckt's nicht? Naja. Kannst dich schon mal dran gewöhnen. Hier ist man öfter. Wenn ich ein Ziel habe, kann ich äußerst anpassungsfähig sein. Ich dachte mal, du bringst deine Umgebung dazu, dass sie sich an dich anpasst. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Haben Sie nicht. Ich war in Gedanken. Sie haben seit Stunden Feierabend. Kennen Sie zum Gedankenmachen keinen schöneren Platz in ganz Sonnenberg? Doch. Ich bin auch gleich weg. Eine ruhige Schicht noch, Schwester Karin. Ihnen auch einen schönen Abend. Soweit sind, dass wir die Einnahmen durch die Erweiterung deines Arbeitsbereiches steigern, dann kann uns eh keiner mehr aufhalten. Dann sind wir ganz schnell beim Bau eines eigenen Flügels. Sag mal, du hörst mir ja gar nicht mehr zu. Stimmt. Weil mich dein Gequatsche seit ungefähr 10 Minuten nicht im Ansatz interessiert. Ralf, ich sag es dir jetzt noch einmal. Nur um sicher zu gehen, dass es auch wirklich in deinem, meiner Meinung nach, etwas zugestriegelten Köpfchen ankommt. Wenn
Und ich betone hiermit, dass ich noch keine Entscheidung getroffen habe. Wenn ich dieses Angebot, das mir deine Frau Professorin morgen unterbreiten wird, annehmen sollte, dann nur, weil ich es will. Und nicht, weil mich deine Ausbaupläne auch nur im Ansatz interessieren. Du kannst machen, was du willst, ist mir vollkommen egal. Wenn ich hierher komme, dann nur, weil ich Stefan zurückhaben will. Um jeden Preis. Warum? Weil er mir gehört. Die Linda ahnt nichts und das muss auch unter allen Umständen so bleiben. Willst du mich umbringen? Wollen Sie damit sagen, dass ich verrückt bin? Dass ich mir das alles nur einbilde? Ich glaube, dass es psychosomatische Gründe gibt. Ich möchte mir bitte selbst einen Ruheanwalt von der Patientin machen. Wenn Sie jetzt an meiner Kompetenz zweifeln wollen, dann ist es am besten, ich ziehe mich aus dem Fall zurück. Dr. Lindner, es geht mir einzig und allein darum, dass die Patientin richtig behandelt wird. Das willst du nicht, wenn ich das tue? Hört doch endlich auf, euch ständig gegenseitig fertig zu machen. Ich habe keine Ahnung, was für ein Spiel du spielst. Ich glaube, ich will das nicht mehr. Hau einfach ab.